Hallo, servus, grüß Gott und ein herzliches Willkommen zu meiner vierten Folge im Forstprojekt auf der Kiffhäuser am Kanal von Premium Gaming Austria. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Und ich hatte es bei der letzten Folge einfach verschrien. Ihr könnt euch sicher noch erinnern, als ich gesagt habe, dass wir hoffentlich keine Probleme mit der Polizei bekommen, weil unsere Baumstämme über die Straße gestanden sind. Und so war es auch. Ich habe einen Anruf bekommen, die Polizei war vor Ort, hat sich die ganze Sache angesehen, hat festgestellt, dass wir den Verkehr blockieren, Gefährdung für die öffentliche Sicherheit etc. etc. Kostet 28.000 Euro. Schön, als kleiner Jungförster mit so einem Betrag gleich am Anfang belastet zu werden, ist natürlich eine absolute Katastrophe. Aber was will man machen? Passiert ist passiert, darf nicht mehr vorkommen, soll nicht mehr vorkommen. Und jetzt müssen wir einfach den Schaden beheben und so gut wie möglich die Sache wieder ausmerzen und einfach noch mehr sparen. Ich bin hier im Hof, wir fahren jetzt dann in den Wald. Soweit ich weiß, wartet die Polizei dort auf uns und fährt erst weg, wenn wir die Stämme beseitigt haben. 28.000, das tut schon sehr weh, muss ich ehrlich sagen. Das tut wirklich weh. Noch dazu, wo wir sowieso ein bisschen in der Bredouille sind, weil wir den Musterauftrag sehr schwer nur erledigen können. Dimitri habe ich angerufen. Er hat gesagt, das ist überhaupt kein Problem. Er hilft uns da gerne aus. Hier seht ihr schon die Polizei stehen drüben am Baum. Die wartet, dass wir die Stämme von der Straße entfernen. Ich packe mal meinen Pickup ein und versuche die Stämme mit dem Case gleich mal von der Straße wegzuschieben, damit die Polizei wieder abrauschen kann. Ansonsten sieht uns die heute die ganze Folge lang zu. Das kann ich nicht wirklich gebrauchen. Drehlicht einschalten, das ja kein Problem ist. Ansonsten haben wir das ja gleich wieder. Wir schalten noch sicherheitshalber das Licht ein, dass wir die ja gesehen werden. Ich habe zwar noch kein einziges Auto gesehen auf dieser Straße, aber was willst du diskutieren? Ich habe alle Mittel, alle Register gezogen, damit die Polizei vielleicht von einer Strafe absieht, aber sie ließen sich einfach nicht erweichen und somit hat das Diskutieren dann auch nicht wirklich einen Sinn. Ich schiebe jetzt einfach, okay, das mit einfach lassen will ich, weil ich werde wahrscheinlich ein bisschen rohe Gewalt ausüben müssen. Auch so bringen wir sie nicht weg. Ach, das ist wirklich so, fängt mein erstes Forstunternehmen an. Gleich mal mit der Polizei im Haus. Ich hatte es gestern noch erwähnt, ihr könnt euch erinnern, ich hatte noch gesagt, hoffentlich stellt das kein Problem dar. Ich dachte mir natürlich, das ist eine kleine Gemeinde, was soll da jetzt viel passieren? Ja. Polizisten, wenn schon irgendwo in einem Gasthaus den Vormittags umtrunk haben, aber dem war nicht so. Und somit haben wir den Schlamassel beieinander. Ja, 28.000 Euro für ein paar Baumstämme, die, glaube ich, denke ich, nicht mal 28.000 Euro wert haben. Als Strafe ist meines Erachtens Unverhältnis. Ah, ich könnte mich einfach aufregen. Leute, ich könnte mich aufregen. Ich will eigentlich nur mal die Stämme hier wegräumen, zur Seite schieben und dann über den Vorfall eigentlich gar nicht mehr nachdenken, denn das verhagert uns sicher die Stimmung für diese Folge und das will ich nicht. Eigentlich hatten wir so viel zu tun und so viel zu erledigen und jetzt sind wir beschäftigt, die Stämme, die wir gestern mühseligst hier ran. Das sieht aus, wirklich. Okay, so lassen wir es. Steigen aus, schneiden die vordere Spitze von dem Baumstamm einfach ab und dann sollte die Sache
vom Tisch sind. Ich hoffe. Jawohl. So, Herr Wachmeister, ich denke, wir haben das erledigt. Sie dürfen nach Hause fahren, beziehungsweise Sie gehen mit anderen, aber das habe ich jetzt natürlich nicht so laut gesagt. Oh, abgestorben. So laut gesagt. Ach, es ist immer das Gleiche, wirklich. Also unglaublich, unbeschreiblich. Aber ja, was willst du machen? So ist das Leben. Es ist einfach so. So ist das eben und man kann nichts ändern. Ganz einfach. Nicht ärgern, weitermachen. Kopf hoch. Das arbeiten wir schon wieder rein. Alles klar. Ich würde mal sagen, wir schneiden die Baumstämme gleich mal in die richtige Länge. Das werden wir dieses Mal, beziehungsweise auch wahrscheinlich noch öfters mit der Hand machen müssen. Denn die passenden Maschinen haben wir leider noch nicht. Hierzu, ich würde vorschlagen, wir schneiden es ganz einfach in 6 Meter Stämme. Das brauchen wir auch gleich für unser Projekt, somit wäre es egal. So, schauen wir, 6 Meter. 6 Meter 50, 6 Meter, ja, 6 Meter 1. Dann schneiden wir hier. Ah, hier war auch noch nicht richtig entastet. 6 Meter 02. Ja, warum schneidet er nicht? Verschenken tun wir nichts. Somit nehmen wir einfach die 6 Meter und. Ja, schneidet nicht. Säge, was ist da los? So, 5 Meter 98. Wird schon keiner nachmessen, wird schon passen. 5 Meter 98. Wir werden gleich alle. Also wir schneiden mal den ersten Baum auf 2x6 Meter. Somit haben wir dann genau die. Richtige Länge für unseren ersten Auftrag. Das sollte sich hier noch ausgehen. Ich glaube, von der Stärke her 4,97 Meter, nochmal 3 cm gespart. Ah, genau 6 Meter, okay. Die werden wir uns gleich auf die Seite legen, damit wir für den Auftrag gleich die passenden Stämme haben. Ah, es ist ärgerlich. Das mit dem Geld, das ist echt ärgerlich, wirklich. Also, das könnte ich mir vorstellen, dass ihr das noch lange hören werdet, die Jammerei von mir. Wegen den 28.000 allein nicht. Der Preis ist ja schon echt ein Hammer. Wobei ich mir gerade ansehe, ich glaube nicht, dass der 6 Meter hat, aber wir werden nochmal nachmessen. Ob wir hier die richtige Länge haben, ich bin mir nicht so sicher, ob hier 6 Meter. Ein Stückchen vor. Ja, doch, der hat seine 6 Meter nicht da. Ja, das passt. Das sieht nur so aus. Okay. In dieser Folge müssen wir heute mal ein bisschen Gas geben, ein bisschen ranhalten, ein bisschen was weiterbringen. Dafür habe ich mir einen neuen Aufnahmeschema überlegt. Langwierige Arbeiten, monotone Arbeiten, die ganze Zeit eigentlich das Gleiche beinhaltet, hätte ich vor, dass ich diese in einer Timelapse verpacke. Ich denke mir, für euch wird das sicher spannender sein und interessanter sein, die Highlights der Folge zu sehen, beziehungsweise das Gameplay ein bisschen mitzubekommen, als mir jetzt dann beim Schneiden
stundenlang zuzusehen. Ich glaube, ich habe mich da vorher beim ersten Stück ziemlich vermessen. Und das vordere, das da liegt, das hat sicher keine 6 Meter. Jetzt weiß ich natürlich auch nicht, ob sich das jetzt dann noch rentieren wird, aus dem Stamm 6 Meter rauszuschneiden. Ich werde das mal versuchen. Meter, da wird das schon sehr dünn, der Baum. Oh, ich denke mal, fürs Erste sollte es eigentlich so funktionieren. 5,90 Meter, 6,3 Meter. Geben wir mal ein bisschen mehr, dafür ist es ein bisschen dünner. Somit wird das schon nichts sagen. Ich werde die restlichen Stücke in der Timelap schneiden und sortieren. Ich denke mir, ich mache 4 Meter, 6 Meter und 8 Meter. Das sollten die gängigsten Längen sein, die wir brauchen. Wenn ich das geschafft habe, geht es wieder normal weiter. Stämme sind jetzt dann zurechtgeschnitten. Ich hoffe, die Timelap hat euch das Warten und Zusehen etwas erleichtert. Ich habe mir gedacht, wir haben hier nur ein Baumstammlager. Ich habe jetzt nachgesehen, Baumstammlager steht zumindest in der Artikelbeschreibung im Katalog. Wir haben 3 Baumstammleger. Ich hätte vorgeschlagen, wir entfernen diese 3 wieder und machen 3 separate, damit wir die verschiedenen Längen, 8 Meter, 6 Meter, 4 Meter, die wir jetzt zugeschnitten haben, jeweils in ein Baumstammlager reingeben können. Somit werden es gleich sortiert, man weiß genau, wo liegt welche Länge. Das wäre auf jeden Fall die bessere Variante. Werden wir die 3 Baumstammhalter groß. Ja, okay. Hätte man gleich lesen können, dann wüsste ich es schon vorher, nicht in der letzten Folge. Bampa. Ich verkaufe die 3 wieder. Beziehungsweise ich versuche sie zu verkaufen. Ah, ist damals. Und werde die 3 nochmal neu setzen. Schön wäre auch, wenn wir diese dann beschildern könnten, damit wir wissen, wo welche Länge drinnen ist. Vielleicht gibt es ja hier für einen Mod, den ich nicht kenne, sage ich gleich dazu, den ich nicht kenne. Vielleicht weiß das jemand von euch, schreibt es mir in die Kommentare, welche Mods es hier vielleicht dafür geben könnte, damit ich die einzelnen Lagerstätten der Baumstämme beschriften kann. Ich will sagen, wir machen hier einen und hier einen. Dann sollten wir vielleicht die Seite wechseln. Hier machen wir den Verladeplatz und dann machen wir noch hier einen. Genau. Gut, ich werde jetzt die Stämme am Verladeplatz eben in die Baumstammhalter einfügen. Könnten es wieder so machen, dass ich die ersten Baumstämme
gemeinsam mit euch mache und die weiteren vielleicht wieder in einer kurzen Timelapse. Hier sieht es dann mit dem Gegengewicht hinten locker und leicht aus. Unser Case ist natürlich jetzt optimal. Von der Gewichtsverteilung her optimal für die Länge dieser Baumstämme gemacht. Hat jetzt keine Schwierigkeiten mehr, so wie gestern. Das war ja noch ein bisschen in die Mitte, damit das Ganze auch ein bisschen ein Bild hat. Schließlich und endlich zählt ja auch die Optik im Unternehmen. Also wir sollten hier schon schauen, dass der Hof immer, und das wird ja unser eigentlich neuer Außenhof rein für die Forstwirtschaft, dass auch dieser immer gepflegt zusammengeräumt ist, so dass wenn jemand vorbeifährt und sich die Firma vielleicht ansieht, nicht gleich denkt, was ist denn hier los, welche Leute sind denn hier am Werken. Deshalb werden wir das hier schön machen. Ich werde auch noch in der Timelapse gleich die Spitzen der Bäume werde ich auch einen Haufen machen. Den werden wir dann auf jeden Fall zu Hackschnitzel verarbeiten, denn die Spitzen sind als Ganzes nicht wirklich viel wert. Und Hackschnitzel habe ich ja gesehen in der Musterliste. Die wollen ja von uns 22 Tonnen Hackschnitzel. Da haben wir schon einiges zu schneiden und zu verarbeiten. Also da werden wir genug Spitzen brauchen. Den Rest mache ich jetzt in der Timelapse und bin dann sofort wieder gleich da. Das ging ja schneller als erwartet. Die Stämme sind nun sortenrein sortiert. Diese Arbeit lohnt sich auf jeden Fall. Also natürlich mühselig, wenn man 7 Baumstämme auf einmal schneidet und diese dann alles noch per Hand bearbeiten muss. Natürlich sehr mühsam, aber es lohnt sich, wenn wir von Anfang an gleich für sortenreine Auflistung sorgen. Dann tun wir sie uns später beim Verladen und beim Verkauf leichter. Ich habe, wie schon vorher angesprochen, mit Dimitri gestern noch telefoniert. Er hilft uns sehr gerne. Jedoch müssen wir
unser Equipment mitbringen. Sprich, für die Hackschnitzel bräuchten wir einen Anhänger und für die Paletten bräuchten wir auch einen Plateauanhänger, wo wir sie transportieren können. Meine Idee wäre, wir lassen unser Heckgewicht und unsere Rückezange hier bei unserem Forstequipment-Lagerplatz stehen und fahren gemeinsam zum Händler und besorgen uns die Anhänger, die wir für unseren kleinen Muster, klein ist natürlich gut, unseren kleinen Musterauftrag benötigen. Dimitri hat alles vorrätig. Wir können eigentlich direkt im Anschluss, wenn wir die Anhänger gekauft haben, zu ihm fahren und die bestellten Waren kaufen, abholen und dann natürlich hoffentlich verkaufen. Ich weiß nicht, es hat eigentlich noch keiner etwas zu mir gesagt, ob wir diese Musterwarenlieferung auch bezahlt bekommen. Von der Menge her hätte ich gesagt, sollte es schon bezahlt werden, denn 22 Tonnen Hackschnitzel, gar nicht mal so wenig, die zwei Probebaumstämme von 6 Meter Länge, die wären jetzt nicht das Problem, die drei Paletten mit Hackschnitzel-Pellets, glaube ich, nur Hackschnitzel, verpackt in 15 Kilo Säcke, wären jetzt auch nicht so das Problem, aber die 22 Tonnen Hackschnitzel, die können wir natürlich nicht einfach so dem Bürgermeister schenken. Hier muss natürlich schon eine kleine Vergütung stattfinden. Ich werde auch hier am Abend mit dem Herrn Bürgermeister nochmal telefonieren und ihm klar machen, dass das gratis nicht möglich ist. Ich gehe auch nicht davon aus, dass er uns diese Waren nicht bezahlen wird. Wahrscheinlich mit dem, hoffentlich mit dem Folgeauftrag. Und die Anlieferung nächste Woche sollte somit auch kein Problem sein, da er Dimitri eh alles lagernd hat. Über die Anhänger habe ich mir noch keine Gedanken gemacht, welche hier von Vorteil sind, beziehungsweise welche hier für unseren Einsatzzweck optimal sind. Ihr könnt mir natürlich auch gerne in die Kommentare Vorschläge schreiben, welche Anhänger optimal wären, um die Hackschnitzel sowie auch die Paletten vernünftig zu transportieren. Wir werden uns hier mal ranbacken und dann zum Händler reingehen und mal nachsehen, was er alles so lagernd hat. Was machen wir noch? Anhänger, Kipper würde ich vorschlagen, würden wir brauchen. Kipper, wo sind die Kipper? Hier sind die Kipper. Moment, ich denke, wir haben vielleicht sogar welche im... Aha, wir haben hier welche im Lager. 22 Tonnen müssen wir transportieren. 15 könnten wir mit dem, 8 mit dem. Wären 23 Tonnen. Das sollte eigentlich klappen. Einmal Drehschimmel, einmal Tandem ist natürlich eine Kombination, die nicht so einfach zu fahren ist. Für den Plateau hätte ich gesagt, diesen Multifunktionshänger um 16.200 Euro, der uns viele Möglichkeiten bietet, sowohl lose als auch auf Paletten zu transportieren, den werden wir kaufen. Und danach werden wir zurück am Hof fahren und alles für die Reise nach Sosnowka zu meinem Forstkollegen, den Dimitri, der uns, wie gesagt, in dieser Angelegenheit für diesen Musterauftrag aushelfen wird. Ich kann mir natürlich auch gut vorstellen, dass wir uns bei Dimitri auch wieder revanchieren müssen. Das ist immer so ein
geben und nehmen. Aber unter Freunden sollte das jetzt kein Problem sein. Oh, hoppala. Na, kommt er nicht? Ja, ah, kommt schon. Fällt mir natürlich jetzt durch die Wiese nach, ganz klar. Am Hof angekommen, hätte ich gesagt, werden wir noch die zwei doppelten, also die, den Drehschemel-Anhänger und den Tandem-Anhänger an unseren Case ranmachen und dann für die Abfahrt nach Sosnowka alles vorbereiten. Wenn es noch interessiert, kurz zu Dimitri. Wie gesagt, in der vorigen Folge habe ich euch schon eine Kleinigkeit über ihn erzählt. Er hat auch einen Forstbetrieb in, ich glaube, dritter oder vierter Generation von seinem Vater, der von seinem Vater und so weiter. Ist natürlich kein Vergleich zu unserem Unternehmen. Ja? Also hier sind schon wirklich große Maschinen für große Mengen im Einsatz. Große LKW, sein Fuhrpark ist wirklich phänomenal. Also wenn wir auf diese Größe heranwachsen, wäre ich mehr als zufrieden. Jedoch werden wir hier noch viel Schweiß, Tränen und Blut in diese Arbeit reinstecken, bevor wir nur annähernd diese Größe haben. Schließlich und endlich sind wir ja auf unserem Hof alleine. Wir haben keine Angestellten. Und deshalb wird es wahrscheinlich nicht so flott vorangehen. Ich muss ganz ehrlich sagen, wir haben hier ganz schön die, wenn man das noch sehen kann, ganz schön die Straße, das sieht man nicht mehr gut, ganz schön die Straße verschmutzt. Ich hoffe, dass hier nicht schon wieder der nächste Strafzettel ins Haus flattert. Jedoch haben sie nichts gesagt betreffend Straßenverschmutzung. In Zukunft werden wir dann einen Straßenkehrbesen für einen unserer Traktoren anschaffen, damit wir hier nicht in Schwierigkeiten kommen, denn jetzt fahren wir eigentlich ja nur mit Traktoren und danach werden wir ja hoffentlich große Maschinen haben und somit ist natürlich die Verschmutzungsgrad natürlich auch um einiges größer. Der Fendt ist mehr oder weniger abfahrtsbereit, den können wir eigentlich so stehen lassen. Den werden wir hier noch einpacken. Und jetzt brauchen wir noch unsere Anhänger. Ich habe leider überhaupt keine Ahnung, in welchen Hallen dass sich diese befinden. Wir werden jetzt einfach mal, na, hier waren sie nicht. Hallen haben wir ja mehr als genug. Mehr als wir auch natürlich für den Anfang brauchen. In der Freihalle stehen sie nicht. Hier drinnen stehen sie. Ah, hier drüben sind sie. Alles klar. Gut, ich werde den Drehschemelhänger hinten anhängen und den Tandemhänger direkt, dass mit dem natürlich etwas leichter zu schieben ist. Jedoch werdet ihr sicher gleich sehen, es ist mit beiden nicht so einfach zu rangieren. Aber als gelernter Hängerzugfahrer sollte das nicht allzu großes Problem sein. Ich sollte vielleicht nicht so viel reden und mich mehr konzentrieren, sonst blamiere ich mich hier gleich bei meinem ersten Anhängeversuch, der hoffentlich sich auch anhängen lässt. Bis jetzt habe ich noch kein Kuppelsymbol. Aber wir sind auch nicht, noch nicht genug. Ah, jetzt haben wir es. Nice, das hat, ich würde sagen, eine 3 minus für diesen Ankuppelversuch. Somit ist unser Gespann für die Abfahrt fertig. Jetzt muss ich nur auf der Landkarte noch sehen, wie der beste und idealste Weg nach
nach Sosnowka ist. Das werden wir uns gleich noch ansehen. Ja, ich würde vorschlagen, unten links in der, bei der Brauerei, hier werden wir unser kleines Dorf verlassen. Das müsste funktionieren, ja. Unten bei der Brauerei, wenn wir mit dem kleinen Feldweg hinausfahren. Drehlicht brauchen wir eigentlich nicht mehr. Licht brauchen wir eigentlich auch nicht mehr. Es ist hell genug. Abgestorben, wieder abgewürgt. Mit den Traktoren sollten wir uns auch mal wieder Gedanken machen, denn wie ihr vielleicht in der Timelab jetzt nicht so mitbekommen habt, plagen sich dieser Fendt und auch der Deutz im Hintergrund mit den leeren Anhängern hier in dieser hügeligen Strecke schon sehr. Da sollten wir vielleicht mal drüber nachdenken, was Stärkeres zu kaufen. Gut, meine Freunde, wir sind jetzt auf den letzten Metern. Wenn euch diese Folge gefallen hat, lasst ein Däumchen nach oben hier, ein nettes Kommentar, ein Abo von unserem Kanal. Freut euch auf die nächste Folge am Hof bei Dimitri. Ich sage vielen Dank. Tschüss.